Oh, 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 oh. Nice, das war ein schöner Treffer. Ja, moin, moin, Hero Maniacs. Hier ist Sascha, oder wie ihr mich heute vielleicht besser nennen solltet, Captain Sascha, denn wir fahren heute auf große Schifffahrtstour, wenn wir uns die Closed Beta von World of Warships anschauen, dem neuen Spiel der Wargaming-Jungs, die in der Vergangenheit ja World of Tanks oder auch World of Warplanes gemacht haben. Und ja, im neuen Spiel, das jetzt seit letzter Woche in der Closed Beta ist, geht es auf hohe See. Und die meisten von euch wissen wahrscheinlich noch anhand der Seenotretter, ein Spiel, was ich damals gespielt habe, wie sehr ich das offene Wasser mag, wie sehr ich Schiffe mag und wie passend das jetzt ein Schiffsspiel um die Ecke kommt, wo wir anderen Spielern mit Schiffen auf die Nase geben können. genau meine Welt fast. Gut, die Jungs von Wargaming haben übrigens nicht nur mir Zugang zur Closed Beta gewährt, sondern die haben mir auch 10 Keys zur Verlosung gegeben. Die ersten 5 Keys werden wir heute raushauen. Wir teilen es relativ einfach. Postet unter dieses Video, warum ihr einen der Keys gewinnen wollt. 5 Keys gehen mit dem ersten Video raus. Wir werden die restlichen Keys im Lauf der nächsten Zeit ebenfalls noch verlosen. Aber heute ist quasi eure erste Chance, einen der begehrten Closed Beta Keys zu gewinnen und vielleicht mit mir gemeinsam demnächst mal zu spielen. Gut, bevor wir uns so ein bisschen in die Menüs am Ende des Videos reinwühlen und uns mal so die unterschiedlichen Schiffsklassen anschauen, von denen es momentan Flugzeugträger, Kreuzer, Zerstörer gibt, werden wir jetzt einfach mal in ein Match reinspringen, weil wie kann man so ein Spiel am besten demonstrieren, wenn nicht direkt am lebenden Objekt, würde ich fast sagen. Und dafür machen wir ein Koop-Gefecht. Das heißt, wir werden mit anderen Spielern gegen Bots antreten. Werden aber in weiteren Videos später auch noch natürlich in menschlich gegen menschlich Spiele reingehen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, während hier jetzt die Spieler gesucht werden, seht ihr schon mal schön in der Übersicht nochmal diese einzelnen Klassen. Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer. Dass hier jetzt mehr drin sind als gerade in der Übersicht bei den amerikanischen Schiffen. Momentan gibt es übrigens japanische Schiffe, amerikanische Schiffe und Schiffe der UdSSR. Liegt einfach daran, dass zum Beispiel die Japaner keine Flugzeugträger momentan haben. Und die haben dafür dann andere Schiffsarten. Deswegen haben wir hier quasi eine Klasse mehr, als wir gerade in dieser Übersicht hatten. Aber wie gesagt, wir werden am Ende des Videos mal in ja so ein bisschen die Finessen dieses Spiels reingehen, was es vielleicht auch so besonders macht. Ich werde jetzt hier mal diese Ladezeit überspringen und wir sehen uns gleich im Match wieder. So, nun sind wir im nahezu fast schon finalen Matchmaking-Screen, wo wir zum ersten Mal unsere Teamkollegen sehen. Wundert euch übrigens nicht daran, dass bei mir WG Preview 7 steht. Das liegt daran, dass ich von Wargaming einen Presseaccount zur Verfügung gestellt bekommen habe, damit ich euch auch möglichst viele Schiffe zeigen kann, der aber natürlich nicht mein Account ist und den ich irgendwann abgeben muss. So, wir sehen jetzt hier quasi eine Übersicht unseres Areals gerade. Das seht ihr jetzt unten links übrigens auch nochmal diese Map. Wir können mal kurz eine Taktik-Map auch aufrufen. Hier oben ist unsere Zone, hier unten ist die Zone der Gegner. Wir haben zwei Möglichkeiten, dieses Match zu gewinnen. Zum einen, wir nehmen diese Zone ein, quasi Capture the Flag mäßig. Beziehungsweise nicht Capture the Flag, das wird ja heißen laufen, aber in das Gebiet rein, stehen bleiben, Punkt einnehmen. Oder alternativ, wir vernichten unsere Gegner und naja, ihr kennt mich, ne? Ich vernichte lieber die Gegner. Dafür setzen wir mal Kurs. Wir geben mal ein bisschen Gummi. Wir könnten mal schauen. Da vorne fahren ebenfalls ein paar Verbündete. Da hinten ist deren Zone. Ich denke fast, wir könnten uns den hier anschließen, den Jungs. Mal gucken, wo die hinfahren, damit man nicht alleine ins Gefecht geht. Aber die fahren mir gerade so ein wenig. Ja, keine Ahnung, wohin die fahren. Ich fahre erstmal mitten rein. Wir könnten vielleicht ein bisschen. Na, wir fahren hier einfach mal durch. So, ihr seht, das Interface soll relativ ähnlich zu dem von World of Tanks übrigens sein, was wir unten sehen. Wurde mir zumindest gesagt, ich habe nie World of Tanks gespielt, aber wir haben quasi eine Primärwaffe, die wir. Ich kann die mal hier so ein bisschen abfeuern. Die wir abfeuern können. Wir haben eine Sekundärwaffe, die fast gleich ist, aber einfach teilweise auf mehr Batterien setzt. Ich zeige das hier mal. Das
sehen wir es. Ein bisschen schneller. Wir haben Torpedos, die wir abfeuern können. Und wir haben, das finde ich ganz interessant, wir haben die Möglichkeit dazu, unsere ganzen Schüsse zu verfolgen. Also ich zeige das mal hier. Ich lade mal kurz nach. So. Das heißt, wir können den Schuss abfeuern. Und während wir diesem Schuss jetzt quasi per Kamera folgen, können wir so ein bisschen das Gebiet fast scouten. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwann noch rausgepatcht wird, weil auf mich wirkt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen imbar noch, weil ich ja kann ja im Grunde genommen in alle Richtungen mal feuern. Gut, hier komme ich jetzt nicht ganz drüber. Aber kann mir eigentlich anschauen, naja, wo könnten Gegner momentan sein, wenn ich dahin feuer? Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, ob es so sein soll, ob man es so lässt, aber es ist irgendwie ist es cool und gleichzeitig hat man manchmal so den Eindruck, dass man dadurch fast einen, ja, einen zu großen Vorteil kriegt, nicht gegenüber den Gegnern, aber einfach gegenüber seiner Umgebung, weil ich soll ja eigentlich nicht sehen, was ist hinter diesen Felsen und wenn ich hier zack einfach was rüberschieße, dann sehe ich nur mal, was ist hier hinter. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so geplant ist. So, da hinten sind scheinbar die ersten feindlichen Schiffe. Oh, da hinten auch. Da können wir es jetzt zum Beispiel mal nutzen, dass wir nach vorne schießen. Oh, ist ein Treffer. Oh, wenn das jetzt hier direkt ein Treffer ist, dann ist es kein Treffer. Aber wir sehen schon mal, was uns erwartet. Das ist kein kleines Schiff. Das können wir jetzt aber gut nutzen, um... Ja, ich werde hier mal ein bisschen... Die eröffnen natürlich auch das Feuer. Ich werde jetzt mal hier wenden. Werde meine Torpedos bereit machen. Man muss aber hier ein bisschen aufpassen. Oh, hier ist die Richtung wenden war nicht ganz so clever. Merke ich gerade. Und ich bin ja auch ziemlich alleine, glaube ich. Ja, in die Richtung wenden war echt nicht so clever. Aber ich habe getroffen, zumindest gerade. Ich gehe da mal nach. Kommt an. Ich will natürlich gleich meine Torpedos bereit machen. Gucken, treffen wir denn? Ja, fast. Weil da kommt noch ein kleiner zu Hilfe, aber ich werde jetzt schön meine Torpedos hier bereit machen. Genau, ziehe ein bisschen nach vorne. Gucken, ob das reicht. Ja, zumindest treffe ich. Ja, die Torpedos gehen leider daneben. Oh oh. Oh oh. Ich muss jetzt hier raus. Ich werde jetzt allen Batterien feuern. Das hier nicht gegen die Landschaft bretter. Ja, war doch schon mal ein ganz guter erster Schlagabtausch, den wir uns hier geleistet haben. Haben die Möglichkeit, wenn es zum Beispiel sowas wie Feuer gibt, dass wir auch Brände löschen könnten. Glücklicherweise ist das gerade nicht der Fall. Oh, der hat auch ziemlich eingesteckt. Jetzt gucken wir mal auf der Übersichtskarte, wie es aussieht. Wir sind... ich glaube, da sind wir. Sind das wir? Ja, das sind wir. Da sind jetzt relativ viele Schiffe. Okay, ich werde hier jetzt mal wenden. Mich in Position bringen, weil der kommt auch nach da vorne. Den können wir vielleicht dann direkt erledigen. Oh, 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 oh! Nice! Das war ein schöner Treffer. Oh, sehr schön. Oh, da. Ah. Jetzt stehen wir hier gerade so ein bisschen. Das war natürlich nicht ganz der Plan. Stehen ist nie ganz so angenehm. So mitten im Kampf. Aus der Kategorie Dinge, die man nicht tun sollte. So, dann feuern wir unsere Torpedos mal ab. Jetzt haben wir sogar, glaube ich, eine relativ gute Chance, dass die ins Ziel gehen. Also wir machen ihm relativ gut Schaden derzeit. Ja, der ist out. Oh, so knapp drüber. Aber ich glaube, dem setze ich nach. Der hat zwar mehr Energie als ich momentan. Jetzt wäre es interessant, mal zu gucken, ob die Torpedos treffen. Oh, schöner Treffer. Oh, 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 aber wir fahren hier... Oh, jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt fahre ich hier fast gegen... Oh, also hier in so einer Enge anzutreten, ist vielleicht nicht der cleverste Schritt gewesen. Oh, wir haben schweren Schaden. Oh, wir treffen... Oh, wir fressen jetzt hier richtig Blei. Jetzt haben wir natürlich richtig ein Problem. Wenn mir jetzt keiner zu Hilfe kommt...
oh, 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 oh. Jetzt kriegen wir es hier richtig. Also ich denke fast, hier könnte es in keine gute Richtung gehen. Jetzt wird er aber von der anderen Seite angegriffen. Wenn wir Glück haben und weiter draufhalten. Oh, oh, kritischer Schaden, kritischer Schaden. Oh, viel halten wir nicht mehr. Ah, das war's. Ah, schade. Wir kriegen hier tatsächlich von den Bots gerade auf den Sack. Ist es aber gar nicht mal so übel, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, uns anzuschauen, was passiert, wenn man verliert. Und das ist auch was sehr Interessantes. Also zum einen können wir im Match drin bleiben und können gucken, was machen denn die Kollegen, die gerade im Match drin sind. Können also quasi ein bisschen zwischen hin und her springen. Der fährt hier so ein bisschen, eine kleine Landfahrt scheinbar, hat viel Zeit. Während übrigens unser Stützpunkt auch erobert wird, ist natürlich auch nicht so angenehm. Ja, das sieht nicht gut aus. Der fällt jetzt auch noch hier gegen den Felsen. Gut, was passiert jetzt? Wir können, wie gesagt, drin bleiben oder wir gehen zum Hafen zurück. Und das ist tatsächlich was mir sehr gut gefällt an dem Spiel, denn man muss Partien nicht bis zum Ende durchstehen. Wir sehen jetzt, dieses Schiff ist weiterhin im Gefecht. Das heißt, das ist jetzt erstmal nicht einsetzbar. Sobald diese Partie aber endet, die wir jetzt gerade gespielt haben, wird es so aussehen, dass wir nachträglich sozusagen hier eine Nachricht ankriegen, gewonnen oder verloren. Es wird natürlich verloren da kommen, nachdem wir auf den Sack bekommen haben. Und dann ist dieses Schiff wieder verfügbar. Was jetzt passiert? Da sehen wir es. Es ist eine Niederlage gewesen. Wir sehen die XP, die wir dafür noch kriegen. Wir sehen, was es uns die Reparatur des Schiffes kostet. Denn ja, Munition kostet, Reparaturen vom Schiff kosten. Nicht ganz so angenehm. Gerade wenn man seine Credits mühsam verdienen muss. Aber das ist tatsächlich was ganz Nettes und das motiviert auch dazu, sich dann eine Flotte aufzubauen. So, jetzt wollte ich nach der Partie, die glaube ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel war, wie so Partien laufen können, wollte ich euch nochmal eben kurz einfach so das ganze System hinter World of Warships zeigen. Also, ihr seht hier unten schon, hier sind meine Stellplätze für die Schiffe, da habe ich schon ein paar drin. Wie gesagt, dadurch, dass ich von Wargaming einen Preview-Account bekommen habe, habe ich ein bisschen Kapital zur Verfügung. Und das heißt, ich kann dieses ganze System des Spiels mehr ausnutzen als neue Spieler. Bei neuen Spielern sieht es so aus. Ihr startet und seht im Grunde genommen den Technologiebaum oder den Forschungsbaum für die einzelnen Länder. Für hier die Japaner, die Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer haben, für die Amerikaner, die Flugzeugträger, Kreuzer und Zerstörer haben und für die UdSSR, die momentan noch nichts haben, außer ein Premium-Schiff. Ja, es sieht so aus, ihr werdet immer starten mit dem jeweiligen Starterschiff. Das heißt, das ist hier oben dieses Stufe 1 Schiff, hier bei den Japanern ist es die Katori, bei den USA ist es die Erie. Und dann beginnt ihr nach und nach durch Erfahrungspunkte, die ihr durch Matches verdient, weitere Schiffe freizuschalten. Das heißt, die nächste Möglichkeit, die ihr hättet, hier bei den Japanern, wäre zum Beispiel, wähle ich einen Kreuzer oder wähle ich einen Zerstörer. Die spielen sich anders, die sind anders einsetzbar. Deutlicher wird zum Beispiel, wenn man dann sowas wie die Amerikaner nimmt, wo hier irgendwann ab Stufe 4 ein Flugzeugträger reinkommt, der vom Spielverhalten ganz anders ist, während die Schiffe so sind, wie wir es gerade erlebt haben, ist ein Flugzeugträger eine sehr defensive Einheit, die sich eigentlich irgendwo verschanzt und Fliegerstaffeln losschickt. Aber wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit dann zu skillen und sagen wir nehmen jetzt mal die Shakuma. Dann kostet uns das 1400 Kreditpunkten, die wir durch Matches verdienen, um dieses Schiff zu erforschen. Erforschen heißt noch nicht, dass wir es gekauft haben. Wir erforschen das mal. So, wenn wir es jetzt kaufen wollen, kostet uns das nochmal 15.000. Wir machen das jetzt einfach mal, um den Kauf mal zu demonstrieren. Ich werde das jetzt mal kaufen, das Schiff. So, was jetzt passiert ist, wir haben die Möglichkeit, ein Schiff ohne Kapitän zu wählen oder ein Schiff mit Kapitän zu wählen. Denn Kapitäne sind, und das kann ich gleich mal kurz zeigen, aber ich kaufe mal eben das Schiff in der Art. Dafür wählen wir mal eben einen Kapitän mit 3 Fertigkeitenpunkten. So, denn Schiffe sind sozusagen Schiffe leveln und Kapitäne leveln. Und das ist tatsächlich ein sehr interessantes Konzept. Das sehen wir jetzt nicht bei dem unbedingt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eins meiner anderen Schiffe mal nehme, wie
Ich gehe ins Hauptmenü zurück, wie hier die Albany. Dann sehen wir zum Beispiel, dass unser Captain hier 587 Erfahrungspunkte hat. Ich glaube, mit anderen Schiffen sehen wir es auch. Der Claude Harper, der kleine Bruder von Charlie, hat auch. Also im Grunde genommen, die Kapitäne sammeln unterschiedliche Erfahrungspunkte und können dann unterschiedlich bei Schiffen eingesetzt werden. Wenn man also einen Kapitän hat, den man ständig irgendwohin mitnimmt und dem man auch Erfahrungspunkte verteilt hat, also hier seht ihr, es ist ein Skilltree, ihr könnt, was ihr immer wählen wollt, könnt ihr wählen. Ich kann es mal eben kurz zeigen, damit man hier auch die Skills sieht, die so ein bisschen unterscheiden. Dann könnt ihr im Grunde genommen ein Schiff ohne Kapitän nehmen, setzt euren Kapitän ein. Wir sehen zum Beispiel hier, das sind momentan meine Kapitäne auf anderen Schiffen, die ich auch auf dieses Schiff übertragen könnte. Wir haben Kapitäne auf Reserve. Und das ist tatsächlich eine ganz coole Sache, finde ich, dass du wirklich so ein, ja, eine Bindung zu den einzelnen Charakteren entwickelst. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut bisher. Wie gesagt, so schaltet man dann nach und nach diese einzelnen Schiffe frei, bis momentan zu Stufe X, was dann ja wirklich die Elite-Schiffe fast sind, die auch, also wir sehen es, mein Gott, das sieht ja hier bestialisch aus, dieses Schiff. Also wenn man den Flugzeugträger mal anschaut und den mal vergleicht mit dem ersten Flugzeugträger, den ich habe, der Langley, der sieht so ein bisschen selbst zusammengeschustert aus, möchte man fast erwähnen. Aber es ist ein cooles System, was da im Hintergrund brodelt und was, glaube ich, auch motiviert, diese ganzen Schiffe vielleicht irgendwann freizuschalten oder zumindest ein Skilltree. RPG-Elemente sind immer eine gute Sache und es gibt dann gleichzeitig auch diese Premium-Schiffe, die man sich ja dadurch durch einen Premium-Account dann holen kann, wobei man hier auch Währung hin und her wechseln kann. Da werden wir uns später noch mit beschäftigen, da habe ich mich selber auch nicht so beschäftigt, weil es bisher nicht notwendig war. Gut, ja, ich denke übrigens Daily Quests gibt es auch. War auch ganz interessant zu wissen. Ja, ich denke, das war für euch wahrscheinlich ein guter Ersteindruck zu dem, was World of Warships bietet, auch wenn dieses erste Match jetzt nicht besonders erfolgreich war und ich mich da so ein bisschen doof habe in die Ecke stellen lassen. Es wird auf jeden Fall weitere Videos geben zu dem Spiel und wir werden uns dann auch unterschiedliche Klassen anschauen. Also heute haben wir ja den Kreuzer gehabt, beim nächsten Mal schauen wir uns vielleicht mal einen Zerstörer an. Wir werden uns definitiv Flugzeugträger anschauen, wobei ich mich da noch ein bisschen mit der Steuerung beschäftigen muss. Und ja, denkt dran, ihr könnt, wir verlosen heute 5 Keys, also wenn ihr gewinnen wollt, ab in die Kommentare und reinschreiben, warum ihr einen der Keys gewinnen wollt.